Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich Dr. Andres Bircher bei mir und wir sprechen über Endometriose. Viele Frauen leiden unter diesen furchtbaren Schmerzen und die Ursache ist noch umstritten und aber auch in der Therapie gibt es mehrere Möglichkeiten und Wege und das bespreche ich heute mit meinem Gast. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Andres, schön, dass du da bist. Grüß Gott. Du hast dich ja gerade zu dem Thema Frauenleiden, Beschwerden auch nochmal intensiv in deinem Buch mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Und heute würde ich gern mal mit dir das Thema Endometriose beleuchten. Gibt's da denn schon wirkliche Ursachen dafür oder stochert man da noch so im Dunkeln? Also in der offiziellen Wissenschaft gelten die Ursachen noch als weitgehend unbekannt und umstritten. Die einen Wissenschaftler betonen mehr die Entzündung, die erhöhten Entzündungsparameter, die da vorhanden sind. Und die anderen die klassische Ursache, eigentlich das Auswandern von Gebärmutterschleimhautzellen in die Bauchhöhle. Nun, wenn man schaut, das wissen viele nicht, dass eigentlich die Funktion des Eileiters sehr komplex ist und sehr störungsanfällig. Das Ei wird aufgefangen von den Fimbrien, in den Eileiter geleitet und dann beginnen sofort diese Zellen, die haben so Fimbrien, so wie Geißeln viele, die beginnen nach innen zu schlagen, um einen Flüssigkeitsstrom von außen nach innen zur Gebärmutter zu erzeugen. Und gleichzeitig macht der Eileiter eine Art peristaltische Wellen von außen nach innen, um das Ei hinein zu befördern. Wenn dann Spermien kommen, die haben dann einen anderen pH und die haben auch andere Stoffe, welche die Eileiterzellen wahrnehmen und die bewirken dann sofort, dass dieselben Zellen des Eileiters nach außen schlagen und einen Flüssigkeitsstrom nach außen machen, weil die Spermien würden es sonst nicht schaffen, die Eizelle zu erreichen und auch der Eileiter macht dann peristaltische Wellen nach außen. So gehen also Bemühungen dieser Peristaltik und dieser Fimbrien, diese beiden Dinge zusammenzubringen für die Befruchtung. Das ist ein sehr empfindlicher Mechanismus. Und es ist nicht erstaunlich, dass da eben auch einmal dieser Strom umkehren kann, nicht funktionieren kann, sodass während der Periode eben Menstruationsblut nach außen in die Bauchhöhle gelangt, welches immer noch lebende Zellen der Gebärmutterschleimhaut enthält. Und diese Zellen, die wachsen als Zellinseln sofort an in der Bauchhöhle. Und dort vermehren sie sich immer dann, wenn die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird in der Follikelphase. Dann bauen sich die auch auf, vergrößern sich diese Zellinseln und machen furchtbare Schmerzen, weil das Immunsystem des Peritoneums, des Bauchfells, ist sehr kräftig, sehr stark und macht eine massive Entzündung gegen diese Zellinseln, die da nicht hingehören. Und das sind diese furchtbaren Schmerzen. Die Frauen liegen am Boden, krümmen sich zusammen und sind völlig hilflos. Da wirken auch keine Schmerzmittel. In den letzten Jahren, wo ich jetzt mit Frauen gearbeitet habe im Rahmen meiner Vorträge, habe ich immer wieder bei Frauen, die Endometriose hatten, auch ein Hashimoto erkannt und meistens noch eine Amalgamvergiftung. Ja. Also bedeutet, immer wieder tauchte diese Konstellation auf. Endometriose, Hashimoto und noch Amalgam in den Zähnen. Ich kann es jetzt nicht biologisch erklären, aber wenn eine Sanierung der Amalgamfüllungen stattgefunden hat, eine Ausleitung, dann eben die Schilddrüse gut versorgt wurde wieder mit
gutem Jod und Vitamin D und auch die Giftstoffe gebunden worden sind, hatte das wiederum zur Folge, dass die Endometriose sich zurückentwickelt hat. Woran könnte das liegen oder was passiert da im Körper? Oder war das jetzt nur zufällig bei mir so immer vorgekommen oder kennt man den Zusammenhang? Das ist kein Zufall nach meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, wie weit das in der Gynäkologie sonst bekannt ist, aber nach meinen 45 Jahren Erfahrung kommt die Hashimoto-Thyreoiditis vor allem bei Frauen, welche ein Störfeld haben, eben in den Unterleibsorganen. Das kann auch eine Narbe sein von einem Kaiserschnitt oder einer Operation oder sogar eine Episiotomienarbe, weil die Energiekreisläufe, welche natürlich die chinesische Medizin zuerst entdeckt hat vor uns, die gehen eben in diesen mittleren Meridianen und im Magenmeridian von den Leisten her hinauf zu den Brustdrüsen und dann zur Schilddrüse. Und wenn hier Störfelder sind, dann ist die Schilddrüse energetisch unterversorgt und macht eine leichte Degeneration durch, gegen welche eben Immunzellen reagieren mit Antikörperbildung. Und besonders reagieren Immunzellen, wenn sie keine volle Immunkompetenz haben, weil eben im Darm Krankheit ist und das enterale Immunsystem keine vollkompetenten Immunzellen erzeugt. Die Endometriose ist ein sehr starkes Störfeld im Unterleib, ein massives. Es ist eine starke Entzündung vorhanden. Und das Amalgam, das prädisponiert auch für eben das Quecksilber für Autoimmunkrankheiten. Wenn wir jetzt gerade so drüber reden und ich jetzt versuche mit einfach ohne jetzt eine Arztkompetenz, aber mit logischem Menschenverstand, ist die Blutung, die Menstruation ja auch dazu da, um den Körper von Giften zu befreien. Wenn jetzt der Körper natürlich vergiftet ist durch Schwermetalle und dieses Blut dann eben im Unterleib sich wohl ausbreitet, dann ist ja das Blut auch mit Giftstoffen versehen und mit Schwermetallen. Und das könnte doch zu diesen punktuellen Entzündungen dann führen. Ja, es ist eine interessante Überlegung. Die Hauptursache ist, dass diese Zellen nicht dahin gehören, ja, und dass die sich vermehren in der Lutealphase. Und gegen diese Vermehrung wehrt sich das Immunsystem massiv und macht diese Entzündung. Das ist die Hauptursache. Okay, aber wenn die Zelle dann noch versehen ist, natürlich mit noch zusätzlichen Giftstoffen, dann kann es natürlich noch mal zu einer extremen Überreaktion dann kommen. Aber diese Giftstoffe, die sind dann im ganzen Körper vorhanden. Wie würdest du vorgehen, um eine Endometriose jetzt ganzheitlich zu therapieren? Also es gibt interessante Analyse der Nurse Health Study 1983 in den USA. Da wurden 82.000 Frauen mit Befragungen analysiert. Und da hat sich gezeigt, dass von diesen 82.000 hatten 3.900 eine Endometriose. Und sie haben auch herausgearbeitet, dass Frauen, welche mehr als zweimal rotes Fleisch aßen in der Woche, hatten um 57% höheres Risiko für Endometriose als diejenigen, die nur einmal in der Woche rotes Fleisch aßen. Also nur schon allein dieser Unterschied. Und wir haben immer wieder gesehen, dass eigentlich die Endometriose eine starke Extremform der Dysmenorrhoe ist. Eben die Dysmenorrhoe, welche durch eine Stoffwechselvergiftung entsteht. Und wenn das noch stärker ist, dann funktioniert diese Eileiter funktioniert nicht mehr korrekt. Und dann kommt es zu diesem Auswandern von Schleimhautzellen zur Endometriose. Gehst du
Entschuldigung, gehst du davon aus, dass das am roten Fleisch liegt oder daran liegt, dass das Fleisch ein Transporter für Giftstoffe ist? Weil die Hauptgiftstoffquelle, Belastungsquelle ist ja das Fleisch als Trägerstoff aufgrund der Massentierhaltung und Co. Ich denke beides. Mhm. Aber das Fleisch ist an und für sich schon für den Körper giftig. Das ist eine obsolete Nahrung. Man muss auch abgesehen davon daran denken. Ich glaube auch, dass wenn die Menschen einmal lernen würden, Tiere nicht mehr zu schlachten und zu essen, dann würde es viel weniger Kriege geben. Es ist einfach obsolete Nahrung, welche nur krank macht und die man aufhören sollte, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Es gibt auch interessante Studien, die gezeigt haben, dass eben mit einer vegetabilen Nahrung und vor allem viel rohkosthaltige Nahrung die Endometriose ganz stark gebessert werden kann. Wir haben das allen Frauen, die das hatten, erklärt und sie machten das und das hat tatsächlich eine sehr starke Besserung bewirkt, weil die Rohkost eben die Entzündung auch hinunterfährt und stark bessert und die Funktion des Eileiters bessert, dass keine Zellen mehr auswandern. Trotzdem ist es halt manchmal noch notwendig, dass man endoskopisch mit dem Laser gewisse Herde halt verödet. Damit die Schmerzen weggehen. Okay. Wie würdest du dann bei der Analyse nochmal vorgehen, gerade wenn man jetzt heute zum ersten Mal hört, okay, eine Endometriose kann auch noch gekoppelt sein an andere Probleme, wie eben den Hashimoto. Ja. Was gibt's da für Diagnostikmöglichkeiten, damit ich wirklich... Das Problem ist ja bei uns wirklich, dass der Frauenarzt guckt nur auf die weiblichen Organe, der Schilddrüse ist dann dafür zuständig. Diese Verbindung wird ja nie geschaffen. Ja, genau. Es läuft ja nur im Labor irgendwo zusammen. Da könnte man ja rein theoretisch mal eine Datenbank machen, wer welche gleichen Thematiken hat. Aber ja, also wir haben bei allen Frauen immer die Schilddrüsenwerte geschaut. Und wenn das TSH, das schilddrüsenstimulierende Hormon, erhöht ist, dann muss man weiterschauen und die Antikörper bestimmen. Und dann die Antikörper, die zeigen dann an, ob ein Hashimoto besteht. Es ist ein Unterschied zwischen Hashimoto und Morbus Basedow. Beide haben Immunantikörper. Und Basedow, da haben wir eben die Fehlernährung mit viel tierischer Nahrung ist eine ganz wichtige und Alkohol eine ganz wichtige Ursache. Und wir haben gesehen, dass sehr oft durch Kränkungen ausgelöst wird. Eine massive Kränkung durch einen Partner oder einen Beruf. Und dann geht es los mit diesen Autoimmunentzündungen. Bei dem Hashimoto viel weniger, das ist eine langsamere Sache. Und diese Überfunktion, die am Anfang auch da ist, wird meistens gar nicht bemerkt von den Frauen, sondern dann erst die Unterfunktion, wenn diese Schilddrüse dann degeneriert. Und das heißt Morbus Basedow? Morbus Basedow, ja. Habe ich noch nie gehört. Ist es ähnlich wie Hashimoto? Ja, aber es ist viel akuter, viel entzündlicher. Als mein Großvater seine Klinik hatte, da kamen viele, waren noch die Adligen in Russland, da kamen viele Russen, die viel Wodka tranken und Fleisch aßen, weil er hatte den Zar Niklaus II. Per Fernbehandlung mit der Diät von einer Basedow geheilt. Da kamen die ganzen Adligen, die das auch hatten, die da ständig in ihren Wodka tranken und ihr Fleisch aßen. Und einmal waren zwei da in der Klinik und da hat er gesehen, bei der Abendrunde, dass die beiden Wodka tranken, da hat er sie fortgeschickt. Sie gingen dann ins benachbarte Hotel und nach zwei Tagen kamen sie wieder und haben gebetelt, dass er sie wieder aufnimmt. Ich erzähle das, um zu zeigen, wie die Ursachen des Basedows sind. Beim Basedow entsteht auch ein merkwürdiges Phänomen, dass eben die Augen aus den Augenhöhlen heraus
Quellen. Mhm. Das Oberlid schließt sich nicht mehr. Das ist eine sehr schlimme Krankheit, die aber sehr gut heilbar ist. Mit Rohkostdiät. Und wenn Kränkungen sind, dann suchen wir noch das geeignetste homöopathische Mittel. Kränkungen, welche sind eigentlich, die machen Ohnmachtgefühle, wenn man sich nicht richtig wehren kann. Und dann schlägt die Aggression, die man eigentlich haben sollte, gegen einen selber. Und dann steht Krebs oder dann steht ein Vasidov. Und da gibt es ein wunderbares Mittel, das ist der Rittersporn. Rittersporn. Der Rittersporn wird 2 Meter hoch, hat ganz sensible Blüten und erlebt eigentlich das Thema der Kränkung und der Würde auf dieser Welt. Und ist auch interessant, dass er Delphinium Staphysagria heißt. Delphinium, der Delphin, der auch so ein würdiges Tier ist, dem man behinderte Kinder anvertrauen kann, weil er so verantwortungsvoll ist. Menschen, denen dieses Mittel hilft, die haben große Sorge um ihre Würde, die leben sehr würdig, weil sie eben da verletzt worden sind. Und wenn sie aber noch mehr gekränkt werden, weil das zieht kränkende Menschen an, wenn jemand sich würdig verhält, wenn sie noch mehr gekränkt werden, dann kann es kommen, dass sie in einen Wutanfall ausbrechen und sich nachher fürchterliche Schuldgefühle machen. Und da hilft der Rittersporn in ganz hoher Potenz wunderbar. Das merkt dann der Ehemann oder die Ehefrau, dass sie plötzlich sich wehren. Ist nicht immer angenehm, aber ist gesund. Sehr interessant. Vor allen Dingen, ich glaube, dass es doch einige Frauen betrifft, diese Kränkungen sozusagen zu schlucken, oder? Da steckt ja auch hier dieses Thema Hashimoto, diesen Ausdruck verhindern, sich auszudrücken. Da geht es doch auch darum, oder? Ja. Sich selbst zu unterdrücken. Da steckt ja auch das authentische Ich. Ja. Und wenn ich das dauernd zurückhalte, dann kommt ja hier im Halschakra auch. Dann geht es in den ganzen Körper und auch in die Schilddrüse. Die Schilddrüse, welche eigentlich eines der wichtigen Organe ist für die Wehrfähigkeit. Auch die Leber ist ein wichtiges Organ für die Wehrfähigkeit. Und es ist sehr gefährlich, wenn die Aggressionen sich gegen einen selber wenden, dann kommt irgendwann Krebs. Oft haben diese Frauen danach plötzlich einen Eierstockkrebs, wie ich mehrmals erlebt. Okay. Wie kann man da jetzt als Frau achtsam mit sich umgehen? Oder wenn man jetzt natürlich auch so die Symptome hat, wie jetzt Endometriose oder Hashimoto, um da nochmal auf seelischer Ebene wirklich mit sich in Balance zu kommen? Ja, also heute ist eben das ganz schwierig geworden. Es gibt so viele Trennungen und Scheidungen. Und bei all diesen gescheiterten Beziehungen bleibt ganz viel verschluckte Aggression zurück, die man nicht ausleben kann, die sich gegen einen selber wendet. Es gibt eine Art Spinnennetz von Wut, Hass und Schuldgefühlen, in dem man verstrickt ist. Und das muss man aufarbeiten, das muss man auflösen, sonst wird es auch in die nächste Beziehung mit eingebracht und wird auch den Kindern übertragen. Das ist das Wichtigste eigentlich, diese Schuldgefühle und diese Wut anzunehmen und sie zu heilen. Wenn sie ins Bewusstsein kommen, jedes Mal, wenn sie ins Bewusstsein kommen, geschieht ein Stück Heilung. Und über welchen Weg würdest du dann es gibt ja viele Möglichkeiten, sag ich mal, solche Themen sich anzuschauen. Manche machen das ja mit Heiler, systemische Aufstellungen, Rückführungen oder eine Einkehr über Meditation. Ja, also diese Familienaufstellungen ist ein guter Weg. Es kommt nicht immer gut heraus, nach meiner Erfahrung.
gab auch Menschen, die sehr gekränkt aus diesen Aufstellungen hervorgingen. Das kommt sehr auf den Therapeuten an oder Therapeutin, wie sie das begleitet. Auch Gruppentherapien haben dieses Problem, braucht eine hohe Selbstkenntnis des Therapeuten. Selbsthilfegruppen sind noch schwieriger, weil dann werden schnell Dinge übertragen, einander angehängt, die gefährlich sein können. Wichtig ist, dass man selber eben auf seine Gefühle achtet. Das können Frauen besser als Männer, viel besser. Die Frauen können sich die Gefühle sehr viel besser spüren und äußern. Und wenn dann jemand in der Sprechstunde immer dasselbe erzählt, hängen bleibt an einem bestimmten Thema, dann ist dort der wunde Punkt. Und dann muss man eine Stufe tiefer fragen. Da muss man fragen, wie fühlen Sie sich jetzt gerade? Oder wie haben Sie sich damals gefühlt? Dann ist man in der Ebene der Gefühle. Und dann kann es schon sehr viel aufweckendes Bewusstsein bringen. Und dann gibt es noch tiefere Ebene, eben die Ebene der Träume und Illusionen, der Wahnideen. Die Träume entsprechen eigentlich Wahnideen, weil eigentlich die in der zweiten Schlafphase, in der REM-Phase, und da kommen die Träume, um die seelischen Dinge heraufzubringen und zu heilen. Und es ist unglaublich, welche Fantasie, welche Kinofilme da ablaufen können. Und es ist nicht zeitgebunden. Ein Traum kann ganz lang sein und in ganz kurzen Zeit nachts geschehen. Das ist ein ganz erstaunliches Phänomen. Und wenn man Träume deutet, dann soll man nicht nach Symbolen suchen. Die Symbole, die können höchstens archetypischen Charakter haben, sondern das Gefühl des Traums ist die Deutung des Traums. Man muss also sich fragen, wie fühle ich mich jetzt gerade, wo ich das geträumt habe? Oder wie man sich nicht erinnert an den Traum, beim Erwachen sich fragen, wie fühle ich mich? Und so kommt man eben immer eine Ebene tiefer und bringt die Dinge ins Bewusstsein. Wir haben auch immer erlebt, dass eigentlich keine echte Heilung passiert, ohne eine sehr starke Vertiefung des Bewusstseins des Menschen. Das ist ein wunderbarer Weg. Wenn man das nicht hinkriegt, dann ist es gut, wenn man eine analytische Therapie aufsucht. Nur es gibt ja auch oft Probleme, wenn der Analytiker oder die Analytikerin keine genügende Selbsterfahrung hat, selber Lehranalyse gemacht hat, dann wird er irgendwann einem seine Dinge anhängen und dann bleibt die Analyse stehen und dann muss man fliehen, jemand anderen suchen, sofort aufhören. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht bei systemischen Aufstellungen zum Beispiel, dass so die ersten ein, zwei Aufstellungen von dem Aufsteller immer sehr gut waren. Und dann hat man so ein Muster erkannt und das wurde dann so jedem ein bisschen übergestülpt von dem Therapeuten. Ja, dann wird es gefährlich. Mhm. Ja. Ja, spannend. Vielen lieben Dank, Andres. Es war wieder super interessant. Wenn jetzt gerade das Thema Frauenleiden, du machst ja so ein richtiges Bücherband mit dem ganzen medizinischen Wissen. Welches Band war jetzt für die Frauen? Für Frauenleiden, die Wechseljahre ist Nummer 16. Mhm. Und für die Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Nummer 15. Super. Schön. Wenn man sich noch informieren möchte zu den Bändern, gibt es da Möglichkeiten? Ja, man kann auf die Webseite schauen. Das ist da www.bircher-benner, nicht Brenner, sondern Benner.com. Mhm. Und da gibt es einen Knopf Edition Bircher-Benner, da kann man die Bücher anschauen, jedes mit einem beschrieb mit dem Vorwort ein Inhaltsverzeichnis. Man kann auf Bestellen klicken und dann kann man es kommen lassen. Dann wird es aus München zugesandt. Ach schön. Man kann es auch in den Buchhandlungen bestellen. Super. Vielen, vielen lieben Dank.
Und danke, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten wieder einiges mitnehmen aus dem wertvollen Schatz des weisen Wissens. Und ich freue mich immer wieder, dass wir so tolle Gäste haben, die immer wieder den Funken der Selbstermächtigung und Selbstheilung uns nach Hause schicken. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.